Servus, Guys, euer zweites Back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen heute zum Thema: Ist die deutsche FIFA-Szene mehr oder weniger zu langweilig aktuell? Passiert gerade aktuell gar nichts. Ist da so ein bisschen die Luft raus aus dem Ganzen? Und ja, Jungs, bevor ihr jetzt anfängt, irgendwie komisch rumzuhaten, was ich nicht wieder alles falsch gemacht hätte, etc., ich möchte euch das Ganze mal von meiner Sicht aus schildern. Ich bin ja mehr oder weniger ein News-YouTuber über diese Szene, ein Meinungsblogger, der natürlich versucht, jeden Tag irgendetwas über diese Szene hochzuladen, um euch mehr oder weniger Content bieten zu können, um generell alle Leute gut informieren zu können. Denn das macht meines Wissens nach keiner so wirklich gut aktuell. Und dafür bin ich mehr oder weniger zuständig. Dafür habe ich diesen Kanal und dafür habe ich auch dieses komplette Videothema damit ausgewählt. Und was soll man jetzt großartig dazu sagen? Wie gesagt, ich versuche euch jeden Tag irgendwelchen Content zu bringen, nur gibt es manchmal so Phasen, wo absolut gar nichts passiert. Und aktuell ist gerade mehr oder weniger so eine, ich muss natürlich versuchen, jeden Tag irgendein Thema zu finden, worüber ich berichten möchte. Und wenn da manchmal einfach wirklich nichts passiert, da sitzt man einfach abends da, sucht, sucht, sucht und es ist einfach wirklich mehr oder weniger nichts passiert. Und jetzt steht es dann 21 Uhr ohne Video da und ich kann halt nichts hochladen, weil man muss dazu sagen, ich habe mega, mega mäßig Spaß an diesen Real Talks, die ich da produziere. Auch viel Spaß, wenn ich mir das Ganze nochmal anhöre. Ein bisschen cutte etc., weil ich sag's mal so, auch ich werde mich mal mehr oder weniger an einigen Videos versprechen. Und man muss wirklich dazu sagen, ich weiß, vor 4 Tagen hat auch viel FIFA wieder angekündigt, dass er eine kurze Pause machen möchte. Also Erne. Dann war auch wieder das mit Tizi Schubech, dass sie fast gelöscht wurden. Ja, Jungs, da könnt ihr mir gerne vorwerfen, dass ich nicht darüber berichtet habe, muss ich sagen. Ehrlich gesagt war ich da nicht zu Hause und da war ich auch ein bisschen verhindert, weil übers Handy euch ein drittklassiges Video hochzuladen, wo ich mein Handy auf den Boden lege, sodass der Bildschirm schwarz ist, das wäre absolut sinnlos gewesen und dann noch zu versuchen, auf Krampf mit irgendwelchen viertklassigen Schnittprogrammen am Telefon irgendwie rumzuhantieren, das ist absolut nicht mein Ding, denn wenn ich was mache, dann versuche ich es richtig zu machen. Und das Ganze ist da natürlich ein bisschen schwierig aktuell, muss man dazu sagen. Ich mache das Ganze ja schon eine gewisse Zeit, was heißt eine gewisse Zeit, so circa einen Monat. Man muss sagen, ich bin reingestartet, wo das Ganze mit Fatal war, wo das Ganze mit No End Gaming war, wo die ganzen YouTuber plötzlich E-Sportler wurden. Da ist auf jeden Fall im Dezember so das ein oder andere passiert und dann fiel es mir natürlich auch nicht schwer, am Ende des Jahres so ein kleines Resümee zu ziehen. So, jetzt bin ich am Anfang des neuen Jahres und natürlich werden nicht immer allzu schnell irgendwelche Skandale etc. produziert, muss man dazu sagen. Und das Ganze macht es mir natürlich schon ein bisschen ziemlich schwierig, da etwas zu machen und deswegen da die Frage an euch, Jungs. Ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit der normalen Szene, muss man dazu sagen. Also die ganzen Lifestyle-YouTuber. Ich bekomme auch mit, was da so in der richtigen, komplett großen deutschen Szene los ist. Und da habe ich eine Frage an euch. Habt ihr Bock, dass ich da mehr oder weniger mal ein paar Videos in der Woche über irgendwelche aktuellen Themen aus der großen Szene mache? Würde ich euch das auf jeden Fall auch gönnen über irgendwelche Skandale, wie zum Beispiel aktuell der Logan Paul-Skandal ist. Und da gab es natürlich noch viele andere, zum Beispiel Concrafter versus Bibi etc. Hättet ihr da mal Bock, dass ich dazu was produziere? Wenn ja, auf jeden Fall gerne weitere Themen, Vorschläge in die Kommentare schreiben, oben auch eine Infokarte. Ja, ich möchte einfach mal gucken, wie viele darauf Bock haben, Jungs, so krass wie es klingt. Ich glaube, ich werde es tatsächlich mal versuchen, wenn in der nächsten Zeit da ein bisschen weniger los ist in der FIFA-Szene. Und das ist ja leider ab und zu der Fall. Und ich würde sagen, Jungs, wenn euch hier dieses kurze Video gefallen hat, bewertet es sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf weitere FIFA-Real Talks oder andere Real Talks gerne ein Abo dalassen. Checkt doch gerne eins meiner letzten Videos aus, Jungs. Morgen hoffe ich mal wieder ein richtiges Themenvideo zu bringen. Ich habe doch schon mehr oder weniger was im Hinterkopf, was mir schon mal in die Kommentare geschrieben wurde. Also auf jeden Fall gerne weitere Themen unten in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, euer Sweater ist raus. Macht's gut, haut rein und ciao. Wunderschönen Abend noch. Dance when the bass hit, dab on the spaceship. Me and all my motherfucking homies going.